Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Nun, folgen wir einer Blutspur oder einem wackelnden Seil? Also meine Erfahrungen mit Blutspurenfolgen haben immer dazu geführt, das ist nicht die gute Idee. Kupfernes Rohr. Three days now. This is ridiculous. I must send someone into this room. Hey, anybody? Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, I'd wake from this nightmare. If not. Pray my heavenly father will take me in my sleep. Einer von diesen obligatorischen Räumen, wo man nicht rein kann. Zumindest nicht gerade lange, ohne verrückt zu werden. What the fuck? Okay. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Halt die Fresse. Shut up. Okay, was haben wir hier? Seuchenausbruch. Okay, Moment. Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensteten und den Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen giftigen Pilz befallen ist. Die Krankheit scheint extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breiteten sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich selbst waren glücklicherweise von diesem Unheil verschont. Aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und ihre verschmutzten Lebensessenz hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Und ich muss erstmal die Zünderboxen sammeln. Stuhl. Oh. Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welch Ironie, dass ich ihm das gleiche antun muss wie Agrippa mir. So viel dazu. Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in den pilzverseuchten Kanalisationen zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lang genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Das sammle ich mal ein. Das ist auch meins. Dünnes kupfernes Rohr. Bohrer? Oh! Okay. Es dringt nicht in den Schädel ein. Wie schön.
Ach du Scheiße. Auch wieder einer von den Räumen, in dem man nicht zu lange sein darf. Da man dazu tendiert, verrückt zu werden. Naja, gut, es ist eine Kammer voll sterbender bzw. toter Personen. Wieso hat der Raum hier irgendeine Notwendigkeit? Scheinbar nicht. Was ist mit dem hier? Ah. Eine weitere von diesen Krankenfolterräumen. Ja, schön. Ach so. Aber. Sick. Okay. Das ist irgendwie ziemlich krank. Fuck. Nicht hier lang, geh weg. Er scheint nicht zu mir zu kommen. Keinen Grund, Angst zu haben. Hier passiert nichts. Super, meiner klappt 100 Pro gleich zusammen. Das war schockierend knapp. Oh. Gut, jetzt kann ich hier abhauen, denke ich mal. Weg hier. Eingang zur Zisterne. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war sicher. Shit. Das hätte nicht sein müssen. Warum ist er nicht gesprungen? So, wir sind wieder fit. Aber wir sind sogar auch hier, wo wir hin müssen. Diese ganze Gift. Pilzgeschichte juckt meine Figur ja jetzt nicht mehr. Kanalisation. Henry Bedloe kam zum Unterricht, die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weinte nie, stattdessen brachte er andere zum Weinen. So sind Schmerzen. Du wirst entweder traurig oder wütend. Henry entschied sich immer für das Letzte. Mach mal hier auf. Ich habe so eine schlechte Vorahnung, was es da unten betrifft. Aber nun gut, bergabwärts. Überall Pilze. Pilze, die ich glaube ich möglicherweise in Monster Hunter futtern würde. Die man aber nicht unbedingt hier futtern sollte, denke ich mal.
Ich würde sagen, nein, 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 nein. Er hat sich gerade erst beruhigt. Okay. Ah, wo haben wir ihn? Nicht mehr hier. Okay. Schleichen wir ein wenig durchs Wasser. Dum 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 dum. Alles in allem, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe, finde ich aber persönlich auch, dass Amnesia eine sehr gute Story erzählt. Das dürfte dann wohl der Schatten sein. What the fuck? Wir hätten da jetzt gewimmert. Okay, hier liegt die Leiter. Hier kommt man offensichtlich nicht mehr hoch. Das will wohl jemand verhindern. Ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich gegen das Gift immun bin. Andere schöne Krankheiten werden die Sinntypen hier noch umbringen. Haben wir hier irgendwelche Sachen rumliegen? Oh! Und das Fass enthält eine volle Laternenfüllung. Mhm. Was haben wir denn hier? Zwei Hebel steuern die laute Maschine. Das kleine. Das große. Obwohl, kann ja gar nicht. Normalerweise leuchtet das ja immer blau, wenn man einen Hebel aktiviert hat. Und es war richtig. Das scheint richtig gewesen zu sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach du Scheiße, der kommt hier hin. Geh weg, du Penner. Ich möchte hier keiner. Scheint schon weg zu sein. Okay, ist tatsächlich schon weg. Nice, nice, nice. Aber es muss dann ja richtig gewesen sein, sonst wäre das Vieh ja nicht aufgekreuzt. Wo lang geht's hier?
doch nicht etwa zu weiteren Monstern. Zünderbüchsen. Warum liegen die hier unten rum? 60. Dum, 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 dum. Das Rohr scheint locker zu sein. Aus dem Wasser läuft. Ja, soll in der Kanalisation schon mal vorkommen. Hm, kann man das rütteln? Kann man. Aufgenommen, Rohr. Hm. So viel dann dazu. Aber ich denke, die Bediensteten sterben hier unten. Ich bin mir sicher, dass er darüber Bescheid weiß. Aha. Und schon sind wir durch. Okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part anhalten, beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ich freue mich über jegliche Unterstützung und Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.